Test, Test. Ah, du. Stopp, stopp, nein. Das doch nicht hier mit mir bieten lassen. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem Kanal. Was haben wir heute vorbereitet? Und zwar haben wir euch gefragt, wir machen die Aufgabe zu der Frage, wer würde... Ja, wir haben uns auf unseren Instagram-Kanälen gefragt. Einige Fragen sind reingekommen, wir haben noch nicht reingeschaut, also wir wissen noch nicht, was uns erwartet. Kurze Einleitung, wie das funktioniert. Für die, die es noch nicht wissen, wir haben auf jeden Fall zwei Namensschilder, einmal mit unserem eigenen Namen und einmal mit dem anderen. Es wird ein Satz vorgelesen und dann müssen wir ganz schnell entscheiden, wer das von uns eher machen würde. Erste Frage, und zwar auf Kaffee verzichten. 3, 2, wer das eher machen würde, ne? Wer eher auf Kaffee verzichten würde. 3, 2, 1, los. Beide. Oh yeah! Beide, Tim, definitiv. Katharina ist Kaffeeliebhaberin. Ohne Kaffee geht bei ihr, glaube ich, gar nichts. Sie muss jetzt auch, weil wir keine Kaffeepads mehr haben, muss sie sich immer in der Eishalle Kaffee holen und von daher ist die Frage eindeutig. Die Verkäuferin weiß immer schon, was ich haben will. Sie kommt immer so, Espresso? Ja, okay. Okay, nächste Frage. Sich die Haare rot färben. Auch eindeutig. 3, 2, 1. Ganz klar. Also auch quasi? Achso, ja, ja, klar. Okay, selbstverständlich. Also ich würde mir niemals die Haare rot färben und Katharina... Ich hatte schon mal einen rosa Stich. Rosa Stich, kam sie auf einmal so zum Training und meinte, ja Tim, ich war gestern beim Friseur. Ich so, schön, schön. Surprise! Okay. Nächste Sache, eine Woche ohne Duschen auskommen. Okay. 3, 2, 1. Ja! Immer gleich. Nee, also wie gesagt, wer die Videos guckt, ohne Hygiene bei mir, geht bei mir. Also ich bin auch hygienisch, so wollen wir das mal nicht stehen lassen. Ja, also keine falschen Sachen hier. Aber Katharina ist, was Hygiene angeht. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, Jungs würden das einfacher verkraften. Also, wie gesagt, wir duschen ja schon jeden Tag, aber denke, Jungs verkraftet das eher als Mädchen. Okay, den nächsten, du bist dran. Okay, ich habe auch russische Leute gefragt, also ich übersetze das jetzt einfach. Ist jetzt keine, wer würde eher, sondern wer von euch frisst mehr, also isst mehr. Frisst mehr. Russen schreiben fressen, wir sagen essen. Ja. Ist klar. Ja, gut. Ja, sportlich und auf die Linie achten, sonst wäre das die Antwort, glaube ich, anders ausgefallen. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ja, das ist doch so. Ja, ist ja okay, ist ja okay. Nächste Frage. Wer von euch neigt eher zu negativen Emotionen? Oh, die ist schwer. Was? So schwer. Was? Tim ist einfach ein bisschen ungeduldiger als ich und damit würde ich das begründen. Stopp. Stopp! Nein! Nein, stopp! Jetzt reicht es! Das doch nicht hier mit mir bieten lassen! Ja, okay, da hat sie, mit der Ungeduld hat sie recht, ja. Nächste? Stimmt. Auf dem Eis, nach dem Sieg, so richtig eskalieren. Was für ein Sieg? Es wurde gefragt oder gesagt, Sieg, ja. Mit eskalieren ist bei, also ich habe jetzt mich genommen, weil ich glaube, ich würde halt richtig ausrasten und bei dir ist wahrscheinlich so, du würdest in Tränen ausbrechen. Ja, ich würde so, und ich würde so halt ausrasten, wie man das so ausrasten nennt. Ja. Er würde sagen, ja Mann, so würde er machen, das weiß ich. Stimmt, ne? Ja, stimmt. Ja. Sie kennt mich einfach zu gut. Nächste Frage ist mal was ganz anderes. Und zwar, wer würde eher mit Haien tauchen? Haien tauchen? Mit Haien tauchen. Echt? Ja, ich glaube beide. Ich habe sowas ähnliches gemacht mit Tigerhaien. Ist es ja, nicht okay. Gefährlich, aber. Ja. Nee, das beide. Steht noch auf meiner Bucketliste. Sieht okay. So aus, als ob wir bald ein Video drehen können, wie wir mit Haien tauchen. Dann so eine aufgefressen. Beide. Okay, wir machen beide. Beide, ja. Hier gibt es keinen Namensschild für beide, aber ja, beide. Wer würde eher Autogramme geben? Okay, warte, wir machen das so. Wenn die Situation da ist, wer eher auf die Idee kommen würde. Ja? Ah, okay, ja, okay. Okay? Ja, ich weiß schon, wer. Ja, ich auch. Ich nehme die ganze Zeit nur meinen Namen, das ist kacke. Aber ja, ich bin auch derjenige, der diese Autogrammkarten so mitnehmen und ja, sowas. Ja, weil du dann, da. Ne, also ich bin mit denen... Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich, wenn du die Autogrammkarten haben würdest, dann würdest du daran eher denken. Ja, ich klinge zwar jetzt komisch, aber...
Es klingt so komisch, aber ich gehe irgendwie, oder ich stelle mir einfach nicht so vor, dass Leute so sich voll darüber freuen, obwohl sie das machen. Finde ich auch cool, weil die Leute sprechen mich an so, hast du eine Autogrammkarte? Und ich so, oh, ja. So, ich komme irgendwie nicht auf die Idee, dass das vielleicht eine nette Geste sein könnte. Ja. So, deshalb sorry. Also immer fragen bitte. Okay, wer würde eher bei einer Kür den Gesangsteil übernehmen? Also, ich kann überhaupt nicht singen und ich werde es auch nie. Ich kann auch nicht singen. Ja, aber besser als ich, glaub mir. Ich habe aber mal so eine Phase gesagt. Ich habe mal so eine Phase gehabt, so relativ am Anfang meiner Karriere, da habe ich immer irgendwie mitgesungen. So, wenn ich gelaufen bin, so. Aber sah mega scheiße aus. Deshalb habe ich mir das abgewöhnt. Ja, okay. Wieso nicht? Wer würde eher auf dem Eis die Rollen tauschen und als Mann bzw. Frau verkleidet eure Kür vorführen? Das haben wir in unserer ersten Saison gemacht, allerdings als Schaulaufen. Ja. Ne? Sowas würden wir niemals im Wettkampf machen. Aber egal, ja, okay. Go. Hä? Was? Dein Ernst? Was? Ja, ich hab einfach gedacht so, ja, nee, ich hab keinen Bock als Mann zu laufen. Ja, und aber ich hab Bock als Mädchen zu laufen, oder was? Ja, ist lustiger. Ich kann das nicht. Auch damals wird ich. Aber ich! Ja, das ist einfacher. Also man macht dann einfach so oder macht und als Mann machst du. Okay, wir haben eine kleine Meinungsverschiedenheit. Das klären wir noch. Nächste Frage. Auf Krafttraining verzichten und stattdessen TV schauen. I know. 3, 2, 1. Boah. Wir kennen uns so gut, Mann, das ist so langweilig. Ich dachte schon. Ach, du, nein, Tim auf keinen Fall. Nein, also Katharina jetzt, ich sag nicht, dass Katharina das jede Woche macht. So alle zwei Wochen kommt sowas mal vor. Nein, auch nicht, aber keine Ahnung. Krafttraining ist so eine meiner Lieblingseinheiten von der. Nicht, dass ich einmal zu viel mache und dann voll so breiter als Tim werde oder so, ne? Deshalb kaufe ich schon breite Pullis, wenn ihr seht, ne? Damit die Muckis reinpassen. Das ist das Problem. Gut analysiert, sehr gut. So. Weiter geht's. Die Zahnbürste vom anderen benutzen? Das ist eine weirde Frage, aber die Antwort ist klar. Ja, wir hatten schon mal das Thema Hygiene schon des Öfteren, von daher ist das... Hashtag Hygiene. Weil Kathi ist Hygiene Nummer 1, von daher bin ich mir da ziemlich sicher, dass wenn es sein müsste, dass wenn überhaupt ich... Dann putze ich mit dem Finger. Das geht. Das geht, okay. Für alle, die mal ihre Zahnbürste vergessen haben, jetzt aber wieder ein neuer Tipp. Ja. Wir sind mit den Fragen, glaube ich, durch. Ja, wir sind durch mit den Fragen und dachten uns, so ein Spiel wäre mal wieder was, um zu gucken, wie gut wir uns eigentlich kennen. Vielen Dank, dass ihr so zahlreiche Fragen eigentlich gestellt habt. Ja, hätten wir gar nicht mitgerechnet. Wir haben es nämlich relativ spontan gemacht und ich dachte schon so... Deswegen kommt auch ein zweiter Teil davon online, weil wir gerade merken, ups, wieder viel zu viel Material. Also ist das der erste Teil und der zweite Teil wird dann noch folgen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, smash den Gefällt mir-Button. Lasst uns ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Teil 2. Macht's gut, bis dann. Ciao.